In diesem Video möchte ich euch die neue Komfort 3.0 Steuerung für die Tetrix XQ vorstellen. Auch hier gibt es wie bei der alten Tetrix Steuerung zwei verschiedene Varianten, eine für die DC-Variante und eine für die AC-DC-Variante. Im Vergleich zur Komfort 2.0 Steuerung haben wir im oberen Bereich der Steuerung 5 Favoritentasten hinzugefügt. Mit den Favoritentasten könnt ihr euch Parameter abspeichern und diese per Schnellzugriff wieder abrufen. Wie auch bei der Komfort 2.0 Steuerung haben wir wieder ein Clickwheel verbaut, womit wir durch den Schweißablauf navigieren können und somit die Parameter einstellen können. Im Vergleich zur Komfort 2.0 Steuerung haben wir die 4 Navigationsfelder neu angeordnet. Diese wurden zu den Mac-Geräten gleichgezogen. Das heißt, wir können oben links unsere Schweißverfahren bzw. Schweißprozesse verstellen zwischen WIG, E-Hand und E-Hand-Zell. Unten links ist der Brennermodi, also 2- und 4-Takt bzw. Spot Arc und Spotmatic. Oben rechts können wir wechseln zwischen DC und AC und der Balling-Funktion. Hat man eine DC-Anlage, entfällt dieser Bereich. Im unteren Bereich kann man die Pulsfunktion direkt anwählen. Bei einer DC-Anlage entfällt die Pulsfunktion AC-Spezial. Links neben den Favoritentasten haben wir eine Systemtaste hinzugefügt, womit ihr ins Hintergrundmenü springen könnt. Rechts neben den Favoritentasten gibt es eine Gastesttaste. Ihr könnt die Gastesttaste verwenden zum Durchspülen der Leitung oder zum Einstellen des Durchflusses des Gases beim Schweißen. Oberhalb der 2-7 Segmentanzeigen finden wir die Einheiten. Diese leuchten passend auf beim Einstellen der jeweiligen Parameter. Zum Beispiel beim Verstellen der Upslope-Zeit, die Sekunden oder das Verstellen des Nadeldurchmessers, die Millimeter. Natürlich haben wir bei der Komfort 3.0 Steuerung auch wieder die Variante beim Anwählen von 100 Jobs und das Aktivieren der Active Arc Funktion. Habt ihr eine Tetrix AC-DC Anlage, könnt ihr wie bei der Komfort 2.0 Steuerung auch die Stromarten wechseln. Das heißt, ihr wechselt in das AC-Schweißen, klickt erneut auf die Taste und könnt dann durch Drehen am Clickwheel die verschiedenen Stromformen einstellen. Die Sinusform, die trapezförmige Stromform und die rechteckige Stromform. Wollt ihr weitere Informationen zur neuen Tetrix XQ haben? Dann klickt direkt auf die Playlist.